Guten Morgen, Black. So, wir gehen nochmal kurz nach Karlsbucht, versuchen Harriet nochmal schnell und leise umzubringen. Ich weiß noch nicht so genau, wie ich das am besten mache. Wahrscheinlich schleiche ich mich wieder durch das eine Ding ins Hangar rein. Versuche dann diesen komischen Maskenmacher irgendwie nochmal zu retten. Also ich nehme an, ich darf nicht das Dings dann machen. Ich kann gleichzeitig bei der Gelegenheit auch nochmal üben, Harriet umzubringen, ohne ihre Leute zu bescheißen. Weil das ist bis jetzt das Schwierigste mit meinem Clean Hands Versuch. Weil ich überlege die ganze Zeit schon, wie ich an Harriet rankomme, ohne irgendjemanden auf dem Weg dahin zu erschießen. Ne? Das ist gar nicht so einfach. Also weil ich müsste ja erstmal bis durchrennen, okay. Ich meine, bis zur Halle hin, okay, das kriegen wir bestimmt irgendwie hin. Auch wenn es länger dauern würde. Naja, okay, also Cold spricht gar nicht mehr. Das ist jetzt echt traurig. Okay, das ist wirklich deprimierend. So, ab da mal Karlsbach am Morgen, genau. So, hier. Dann könnte ich hier quasi übers Dach springen. Ja, unser Tag wird total toll. Absolut niemand könnte mich gesehen haben, also wirklich. Sieht mich hier irgendwer? Wenn ich jetzt hier einfach aufhöre. Okay, die haben mich wohl gesehen. So, aber so würde ich zumindest zu Frank Spicers Ding sie noch vorhin kommen, oder? Da bist du. Ich will auch mal. Okay, aber außer denen hat das hier keiner mitgekriegt. Okay. Eventuell muss ich mit mehr Energie mit Unsichtbarkeit durchlaufen. Dann könnte ich weitere Strecken überwinden. Dann wäre das vielleicht auch noch möglich. Das ist ja nicht noch ein. Das hat man schon. Naja, gut. So. Ja, oh, darauf habe ich gewartet. Komme ich auf der anderen Seite hoch? Ach, guck mal, da ist die Kurbel. Okay, gut, hier kommen wir also hoch. Ich habe die falsche Alter! Ich würde gerade sagen, ich habe die falsche Breterra bei. Harriet ist erstaunlich kugelsicher, ne? Da bist du! Aber das Gas unten ist an, ne? Das ist irgendwie doof. Also ich glaube nicht, dass Amadis diesmal gerettet ist. Amadis? Es ist nicht der optimale Weg, sag ich mal. Kann ich hier noch weiter irgendwie unten lang schleichen? Vor allem Harriet zu erschießen ist erstaunlich. Weil da stehen halt mehrere eher komischen Jünger stehen da. Die müsste ich halt irgendwie vorher irgendwie ablenken. Lol. Ich meine, hier ranzukommen, trivial, ne? Die Regenkappen. Gar kein Problem. Das Feuerwerk wird dich umhauen, Frank. Hab dich! Hat er? Da bist du! Na gut, Scheiße! Hier geht's doch. Ist aber eigentlich ziemlich egal, ne? Ich meine, auf der anderen Seite, ich habe ja nicht den Anspruch, unentdeckt zu bleiben, ne? Ich kann ja nicht genau das machen, was ich jetzt mache. Oder einfach tanky wie Sack. Was hat der gerade an der Tasche rumgefummelt? Einfach tanky. So meine Tankiness ausnutzen und auf dem Rückweg einfach durchlatschen, ne? Ohne großartige Probleme. Ich meine, da hält mich ja quasi nichts auf, oder? Ich meine, was soll passieren? Da renne ich aber durch. Pupp. Also, Harry darf ich ja bloß nicht kommen sehen. Obwohl, sie kann mich ja sogar kommen sehen, ne? Und es ist ja nur kein. Ich meine, ich habe noch dieses andere Archiv mit, dass ich nicht gesehen werden soll, aber ansonsten. Eigentlich gar kein Problem, ne? So, okay, gut, dann gehen wir jetzt am Mittag irgendwo hin. Ich überlege mir, ob ich das mit Igor nochmal probieren möchte, ihn umzubringen, ohne dass ich auffalle. Aber dafür müsste ich jetzt kurz nach woanders hin oder irgendwo egal nach Abtan. Jetzt habe ich die Java gar nicht gemacht, dann muss ich am Nachmittag machen. Gut, dann gehen wir kurz nach Freestart Rock. Ich könnte noch ihren komischen Reaktor manipulieren, um. Ich habe schon ewig keinen Jelena mehr getroffen.
Komisch eigentlich. Ich könnte doch mal nach Freestyle Rock gehen. Um vier dazu zu bringen, den Reaktor hochzujagen, den dann zu entschärfen. Aber habe ich aber gerade wie keine Lust drauf. Ist mir zu anstrengend. Also machen wir das halt nicht. Das Einzige, was ich noch tun könnte, genau, ich will am Nachmittag noch ab da mit den anderen Typen, die die Luft abdrehen. Genau, deswegen bestelle ich jetzt mal eben hier nochmal eine Kurbel. Einfach nur, damit ich kann. Vielleicht gibt es den Archiv mit für. Aber eigentlich nur, weil ich es mal gemacht haben möchte. Das ist ja auch so eine richtige Nonsensgeschichte, ne? Dass du halt irgendwie hier irgendwelche Quests machen kannst, weil eigentlich nichts damit erreicht. Also gar nichts. Ne? Das bringt ja nicht, überhaupt nichts. Nada, niente. So. Eigentlich. Ich will eigentlich nur an diesen Postautomaten ran. Das ist der einzige Grund, warum ich hier bin. Er hat aber noch gelacht, während er erschossen wurde. Egal. Ich hätte gerne nach Abdam eine Drehkurbel. Danke dafür. Schönen Tag noch. Tschüss. Achso, warte mal. Ich bin dumm. Ich hätte nach Abdam gehen sollen. Jetzt kann ich in Abdam wirklich nur eine Sache machen. Ich hätte mich sonst noch mal mit Teleport noch mal Courage probieren können. Kann ich jetzt aber nicht. Weil ich ja... Also ich könnte das schon noch probieren, Charlie sein Rätsel zu machen, aber du kannst ja das Ding nur am Nachmittag richtig, nur am Vormittag, also jetzt quasi manipulieren, am Mittag. Das war ziemlich dumm von mir jetzt quasi jetzt, hierher zu gehen, statt nach Abdam, dann nochmal nach Abdam. Mal davon abgesehen, dass der Postautomat in Abdam echt ärgerlich steht. Naja. Das A4 hat überlebt, das ist nicht so doll überraschend, ne? So, und nochmal nach Abdam. Und dann abend kommt dann das große Ding mit Igor. Ob ich ihn wirklich gemessert kriege. Das muss ja eigentlich irgendwie gehen, oder? Obwohl, ich muss ihn nur erschossen kriegen, oder? Also ich muss ihn ja nicht... Genau, ich muss ihn eigentlich nicht... Ja, es hat niemand gesagt, dass ich ihn messern muss. Oder? Nee, ich muss ihn nur umbringen, ohne Alarm auszulösen und ohne, dass mich irgendjemand hat kommen sehen und dann wieder abhauen, ohne, dass mich jemand kommen sieht. Das heißt, ich brauche stille Füße, mehr Power und... Wahrscheinlich Heckreichweite, wahrscheinlich nicht schlecht. Lebenspunkte sind egal. Ja, das ist keine Gegensprüche mehr gehen. Ich verstehe das. Das ist tatsächlich ein bisschen nervig. So, okay, sind wir hier. Achso, diesmal habe ich hier natürlich nicht rummanipuliert und deswegen kann sich auch keiner an meiner Anwesenheit stören. Oder? Hä? So. Die Kurbel haben wir schon. Es ging gerade übrigens besser als erwartet. Mit minimalem Blutgeld, muss ich dazu sagen, ne? Was ist das denn? Ein Skateboard. So. Düm, 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 düm. Unsichtbarkeit ist schon was Feines. War der erste Typ, der die Klippe runterfahren ist? Ganz ehrlich, das geht bestimmt auch noch. Jetzt beeil dich mal ein bisschen. Ich will fliegen. Au! Okay. Aha. Achso, die Batterie ist alle. Daneben die? Scheiße. Yeah, dem Wasser kann man eher nicht. Oder? Aber was mache ich mit der Erkenntnis jetzt, dass ich das Ding benutzt? Ja, das... Naja. Aber warum? Ich meine, was hat's gebracht? Die Typen steigen ja auch aus diesen Dingern. Wenn man... Er sieht ja nicht wie die... Oder sie? Sieht ziemlich special aus.
Nee, es ist nie cold, aber... Ich würde eigentlich nur mal gucken, ob ich die Bretter... Ah, ich habe die falsche Bretter auch schon wieder bei, ne? So, leere Batterie. Warte mal, hier ist noch eine Batterie, eine neue. So, kann ich da irgendwie reinspringen in das Ding? Also kann ich mich selbst... Ich weiß nicht, wie ich die Kanone benutzen soll, aber... Ah gut, die ist eh oben dicht. Dann wahrscheinlich so Chaoten wie ich nicht auf diese tolle Idee kommen. Hm. Jetzt sind alle Batterien leer, oder? Was bringt's? Und ich kann die ja auch nicht irgendwie beladen, oder? Also sie funktioniert jetzt tatsächlich auch ohne Batterie. Ja, okay, das funktioniert sie nicht, aber... Hä? Was bringt? Okay, jetzt habe ich die Musiker umgebracht, einfach mit Dings. Aber war das nicht irgendwie komplett sinnfrei? Warum habe ich das jetzt getan? Also das Ding ist ja eh anscheinend jetzt aus. Okay, gut, das war jetzt irgendwie... Hm. Da bin ich jetzt sehr enttäuscht von diesen Rätseln. Jetzt habe ich hier also irgendwie das... Die Luft ausgeschalten und habe... Irgendwelche... Wäre das so welche Special-Typen gewesen, okay. Mögliche... Ich sollte hier weg. Aber an sich? Was hat's gebracht? Hallo? Ja, hier ist niemand. Großkotzig, engstirnig. Blockiert? Die können alle gehen? Was? Irgendwie lustig, wie die ihren Fokus verlieren, wenn du einen von ihnen erschossen hast. Was hat das jetzt gebracht, außer dass jetzt der Platz halt komplett tot ist? Hä? Also ich verstehe es wirklich nicht. Also wenn so viele Charaktere auf einmal... Warum so schüchtern? Ist da jemand? Hm. Ich weiß auch nicht, ob hier wer ist. Ich meine, die haben alle irgendwie Siegelbeine. Okay, das Siegel liegt auf der anderen Seite. Aber an sich waren das auch nur gewöhnliche Terroristen. Also du hast halt... drei so Dinger... Du hast halt drei Terroristen mit... Ne, sind sogar nur zwei, oder? Ja, sind das nur zwei Bubbeln? Ist wirklich nur zwei Bubbeln? Das lohnt ja noch weniger. Also keine Ahnung, das ist, was das hier noch bringt. Das ist, Ich bin überfragt. Kann ich ja nicht so schnell rennen. Geht die Kanone aber kaputt, wenn man oft genug schießt. Keine Ahnung. Wo wollte ich noch? Ach ja, genau. Ich wollte noch mal gucken, ob ich die zweite Bretterra noch kriegen kann. Ob mir das noch was bringt. Also, ob das eine andere, ob es noch eine dritte Art von Bretterra gibt. Weil Juliana hat ja auch schon eine gedroppt. Ach, fuck, hier sind ja Minen. Die hab ich mir ganz vergessen. Waren hier noch mehr Minen? Oh, das ist einer der tollen Attentäter hier. Das ist auf jeden Fall, super Sache hier, Jungs, aber das hättet ihr euch vielleicht besser planen sollen. Naja. Vorhin hat er die Mine nicht gehört, die da gerade lag. Da war das auf jeden Fall noch nicht. Ah. So, war das noch hier? Und gibt es hier eigentlich bei Colt in der Bude kein Heal? Na gut. Also fällt mir gerade ein. Wenn ich hier tatsächlich noch eine andere Bretterra haben will, sollte ich vielleicht kurz zum Kühlschrank der Enttäuschung gehen. Und die 5000 Dinges hier mitnehmen von dieser komischen Flasche. Was auch immer das bringt, so eine dumme Flasche zu haben. So, gut. Ich habe auch noch einige Siegel gefunden, aber... Vor allen Dingen eigentlich haben möchte ich... Möchte ich eigentlich dieses Sinnlos-Siegel, was da drinne ist. Oder waren da drinne, waren das die... Ach, waren die doch nicht da, die Gebäude? Die da oben auf dem Dach stehen nur welche, ne? Ach, das liegen hier wahrscheinlich immer die Minen. Damit du dich nicht ranschleichen kannst, oder? Obwohl, du kannst dich ranschleichen. Okay, ich habe keine Ahnung, warum die überhaupt Minen haben. Ranschleichen, da stechen. Ja, ja.
Also sie hat auf jeden Fall die Bretterra bei, aber welche? Hätte Luft an mit länger Stillzeit. Ach cool. Es gibt doch noch andere Varianten. Cool, 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 cool. Na gut, das war also das. Ansonsten haben die alle nur diese dummen Rapiers bei, ne? Naja. Achso, warte mal, da oben auf dem Dach ist ja auch noch einer. Keine Ahnung, was es bringt, die Luft anzuhalten. Was haben wir hier Schönes? Ach ja, das war das Ding hier. Mehr als Zuschlagskraft. Na gut. Schreit gar keiner rum, wenn man das... Wenn man vorher alle erschossen hat. Das ist ja ein Ding. Wo sieht mich jetzt die Kamera da vorne? Ja, ich bin ich. Ich kann nicht mehr so viel Lebenspunkte für den Rad drauf. Unnötiger Tod! Ich fahr zurück. Ich brauche dieses Residium, Freunde. Und ich muss ja sogar richtig nachladen. Ugh. Ja, das Residium kann ich euch leider nicht lassen, Kinders. Aber hey, wir haben schon viele lustige Sachen rausprobiert. Zum Beispiel, dass man das große Residium von deiner eigenen Leiche aufsaugen kann. Also die Bretterra ohne Schnellnachladen ist ja auch irgendwie ein Krampf, ne? Ja genau, das Ding kannst du halt nicht. Okay, der Tunnelist klang ein bisschen creepy. Na gut. Okay, so viel dazu. Das hätten wir dann also auch. Also, das war das Luftabdrehen. Ich habe keine Ahnung, was es bringt. Wir haben es halt irgendwie gemacht. Aber... Ja, also, weiß ich nicht. Das war jetzt hier irgendwie... Naja, ich bin halt irgendwie so ein bisschen enttäuscht von dem großen Ganzen. Naja gut, okay. Internalist hatte ich nie geschossen. Ja, das war sehr ärgerlich, weil ich nicht aufgepasst habe. Ich gebe es dazu. Judy. Dann, versuchen wir es nochmal mit Igor. Moment, ich muss mal das Equipment hinterher schieben. So, okay, ich habe ein bisschen umgerüstet. Ich nehme weiter nach wie vor... Nee, eigentlich will ich die andere Bretterra mitnehmen, ne? Egal, auf jeden Fall habe ich alles mitgenommen, um Sachen schneller zu hacken und um mehr Energie zu haben. Ja, und dann versuchen wir Igor mit einem einzigen gezielten Schuss hier zu schießen. Eigentlich sollte es ja niemand bemerken, wenn ich komme. So, auf zum Komplex. Igor oben schießen. Das kann nur gut werden. Meine, was soll schon schief gehen? Zumindest kann ich hier ziemlich schnell abbrechen, sobald ich entdeckt werde, ne? Weil, falls ich entdeckt werde, ist es sofort vorbei. Also ich sehe, ich hätte noch bei der Unsichtbarkeit... Nee, da gab es ja nichts, was ich uns machen können. Ich wollte gerade sagen, ich hätte bei der Unsichtbarkeit noch ein anderes Perk nehmen können, weil das, ich bin unsichtbar, wenn ich schieße, bringt mir ja nichts, weil ich will unentdeckt bleiben. Aber das stimmt ja soweit nicht. Ich kann ja sowieso nicht. Also, ich hab einfach, es gibt einfach kein anderes Unsichtbarkeitsperk, was irgendwie noch gut ist, ne? Außerdem keine Leichen hinterlassen. Ach, Gianna redet immer nicht mit mir. Ja, wir müssen zum Ende kommen. Ich wollte mich bei dir entschuldigen. Ja, und? Mehr nicht? Ah, natürlich. Super, und jetzt lern lieber schnell dich zu ducken, sonst bläst Ego dir im 0, nichts die Birne weg. Aha. Mhm. Also hier unentdeckt zu bleiben ist so eine relative Challenge für mich, ne? Da ich, dass hier alle die Türen gucken. Aber hier durch ist halt der beste Weg. Wo ist er? Siehst du ihn? Jetzt habe ich da nicht durchgelaufen und habe das irgendwie anders versucht. Genau hier sind die beiden Minen ausgelegt. Ihre Nase. Er steht unter Schock. Ach was? Was wollen wir denn jetzt machen? Keine Ahnung. Das Einführungspaket. Sie sollten besser Angst haben. Ja. Eigentlich müssen wir ja nur auf die andere Seite kommen und auf Igor schießen können. Weil letztes Mal bin ich auf der anderen Seite durchgelaufen. Das war halt auch irgendwie doof. Müssen wir aufpassen, dass hier nirgends so Minen rumliegen. Oh, Franks Beißer ist tot. Davon hört man doch gar nichts, ne? Na schön. So, ich dachte... Okay, das Ding habe ich nicht gesehen. Aber war knapp, ne? Also ich kann ja die Minen eh nicht hacken, weil ich kein Minenhacken mitgenommen habe. Naja. Okay, da vorne liegt eine Mine. Muss ein bisschen mit Fingerspitzengefühl hier durchschleichen. Das ist nur die Kamera aus der Entfernung. Okay, die Kamera auf der anderen Seite, aber die sind mir auch egal.
Also komplett ohne was zu hacken komme ich, glaube ich, hier nicht durch, oder? 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 Mein Deckgang hat nur diese paar Minen. Sonst nichts. Puh. Okay, wir sind schon mal auf der anderen Seite. Jetzt nicht noch eine dumme Minenlauf, da haben wir es eigentlich quasi geschafft. So, wo ist Igor? Ha. Also er weiß noch nicht, dass ich da bin, aber ich muss mich mal ein bisschen aufpassen. Weil ich sehe ihn leider auch nicht. Sie jagt ihm Angst ein? Das Ding ist, wie weit komme ich noch? Ich hätte das... Ach, da unten ist er. Ach so, es gibt ein Achievement dafür, in ein Notifizierungsfeld in die Luft zu jagen, ne? Aber er steht ja schon im Notifizierungsfeld, also das wäre eigentlich kein Problem, oder? Weil er steht da von lauter Notifizierung umgeben. Ach, den kann man nicht aufstellen. Den auch nicht. Wenn ich könnte es jetzt hier und jetzt beenden, aber eigentlich ist das ein Nullifiziererfeld, wäre ja nochmal ganz interessant eigentlich. Gut, dass ihn das komische Leuchten noch nicht auffällt, ne? Ja, an sich müsste ich ihn eigentlich eigentlich laut zu schießen, wäre wahrscheinlich. Das ist wahrscheinlich die beste Möglichkeit. Naja, gut. Also ich finde, das war schon gut leise. Was haben wir hier noch? Was bietet verbessern zum Ziel? Okay, das ist immer das Ding, was er immer droppt. Und noch mehr Residuum. Das Problem ist, dass hier keiner der Feldmodifizierer, die hier rumsteht, irgendwie aufpackbar ist, ne? Und der hier vielleicht, oder? Ah, verdammt, der wäre es gewesen. Bing. Ja, damit hätten wir ihn nicht gekriegt. Schade eigentlich. Naja. Ob ich dazu nochmal komme? Gut, dann müssen wir jetzt aber nur hier. Müssen wir jetzt hier noch rauskommen, ohne irgendwie aufheben zu erheben. Das heißt, wir müssen hier nochmal still und heimlich durch. Weil es heißt ja, ohne Alarm auszulösen, auch wieder raus. Und wenn der Alarm von Igor ausgelöst wird, wenn irgendeine Mine ausgelöst, nehme ich mal an, dass das hier für das ganze Level gilt, ne? Das ist denn passiert. Mal sehen, ob es jetzt reicht. Die eine Kamera hätte ich noch hacken sollen. Naja, was soll's. So, hier links war noch eine Mine, die ist mir aber egal. Da haben wir nur noch die Kamera, die mich vielleicht sehen könnte. Wenn wir unvorsichtig sind. Da muss ich hier nur noch aus der Bude rauskommen. Ungesehen. Wo sind die anderen Typen jetzt auch weg, die hier rumbewacht haben? Erstmal vorsichtig gucken. Ne, die sind noch da. Ist die Frage, kann ich mich hier enttarnen, ohne gesehen zu werden? Denke ich. Da hinten blutet der andere Typ, an dem muss ich ja nur vorbeikommen. Der Geschützturm ist ein bisschen ärgerlich, aber... Oh, wenn der sich jetzt komplett rumdrehen würde, hätte ich ein Problem. Macht er aber nicht. Er ist gestorben, wie er gelebt hat. Schreiend? Vor sich hin brummelnd? Das wäre natürlich witzig, von dem einen verletzten Eternalisten noch gesehen zu werden. Das möchte ich tunlichst vermeiden. Zum einen rein, zum anderen raus. Okay, gut, das haben wir also. Das haben wir also geschafft. Also man kann Ego durchaus unentdeckt umbringen. Ich weiß bloß nicht, ob das jetzt irgendein Archiven gebracht hat. Also es geht. Man darf halt bloß von gar nichts entdeckt werden. Nicht mal von einer einzelnen Mine. Gab aber auch kein Archiv mit für. Menno! Umsonst die ganze Mühe gemacht. Naja gut, okay, das war jetzt
glaube ich, auch der letzte meiner Achievement Runs. Beim nächsten Mal wird es dann Zeit fürs große Attentat. Ach, Fink Spicer ist auch tot, ne? Warum eigentlich nicht? Ich dachte, ich hätte alle Bedingungen entsprochen. Hm. Das ist jetzt sehr enttäuschend. Naja. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, wenn es dann wieder heißt, hier, Dings, das Loop.